Hallo Leute und einmal mehr herzlich willkommen zu Let's Slender The Arrival. Wir starten hier wieder in dem Stage, in dem wir das letzte Mal aufgehört haben und müssen immer noch die 8 Seiten finden. Wir starten wieder hier an diesem See, so wie es aussieht. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich das in der heutigen Aufnahmesession... Hier ist was zum Einsammeln. Achso, das hatten wir schon mal. Wenn ich es in der... Auch das hatten wir schon. Wenn ich es in der heutigen Aufnahme nicht schaffe, also ich vermute mal wieder so ungefähr 2 Folgen, wenn ich es innerhalb dieser Zeit nicht schaffe, jetzt hier diesen Level abzuschließen, werde ich zusehen, dass ich das Ganze offscreen mache, dass wir das nächste Mal dann irgendwie hier so ein bisschen mal weiterkommen. Ich habe die Position der Kamera etwas verändert. Die steht jetzt hinter meinem Monitor. Das heißt, wenn ich... Ich bin etwas verwirrt. Na toll, ist das etwa so ein... setzt sich der Wald jedes Mal zufällig zusammen? Dann ist es natürlich klar, dass ich mich hier nicht orientieren kann. Wie gesagt, die Kamera, die steht jetzt hinter meinem Monitor. Das heißt, wenn ich in die Kamera gucken will, muss ich quasi hier so über den Monitor hinweg gucken. Und wenn ich spiele, gucke ich so ein bisschen unterhalb der Kamera dann. So wie jetzt quasi gerade. Hat natürlich den Nachteil, dass die Kamera jetzt ein bisschen höher ist. Musste ich mir was überlegen wegen... dem Sitzen. Ich brauche hier schon wieder viel zu viel Zeit. Und natürlich fängt meine Jase an zu jucken. Das ist so typisch. Das ist klar, dass das anfängt, wenn ich hier aufnehme. Scheint nichts hier zu sein. Das ist nicht gut. So. Ja, wie gesagt, 2 Folgen gebe ich uns noch. War das letzte Mal auch alles so quasi schwarz-weiß? Okay, die Tatsache, dass hier auch nichts ist, macht mich ein bisschen nervös. Immerhin müssen wir 8 Seiten finden. Das muss doch irgendwo sein. Hier ist Zaun. Würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt gleich schon unser Freund hier auftaucht. Jetzt renne ich auch noch in die Bäume rein. Ich versuche so ein bisschen darauf zu achten, dass ich hier im Bild bleibe. Es kann natürlich zwischendurch passieren, dass ich mal so ein bisschen nach unten sacke. Ihr wisst ja, wie das beim Spielen ist. Sackt man quasi automatisch schon ein bisschen zusammen auch. Erste von 8. Super. Ganz klasse. Und das erste, was aus dem Bild rutscht, ist dann immer mein Kinn. Oh, hier durchs hohe Gras. Ganz, ganz toll. Auf jeden Fall sehe ich da wieder eine Seite. Ich hoffe wirklich, das wird heute. Ah! Heilige Scheiße! Ah! Scheiße! Ah! Habt ihr das gesehen? Mein Mikrofon habe ich übrigens auch anders platziert. Das steht hier da, links neben mir. Und jetzt fängt meine Katze an zu quietschen und ihr seht da den Schwanz im Hintergrund an mir vorbeistiefeln. Ja, das ist Timing. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Oh, jetzt fängt sie an, meinen Arm abzulecken hier.
möchte gekuschelt werden. Natürlich jetzt gerade passend zur Aufnahme. Das geht jetzt nicht. Ah. Ja, meine Katze, der Fernseher ist da. Ihr könnt sie, glaube ich, da im Hintergrund immer noch sehen. Jetzt marschiert sie weg. Ja. Habt ihr die Mietz auch mal getroffen? Auch mal gesehen. Von der ich ja schon häufiger mal erzählt habe. Ich muss hier auf jeden Fall erstmal weg. Ja, und das war doch schon wieder ein klasse Einstieg in unser Abenteuer hier. Und jetzt bin ich total aus dem Konzept. Jetzt finde ich gar nichts mehr. Meine Nase juckt. Oh, ist das gemein. Da unten renne ich jetzt hin. Ich glaube, da waren wir schon. Und zwar gerade eben erst. Ganz toll, ich renne im Kreis. Andererseits muss hier irgendwo eine Seite sein, weil so viele Möglichkeiten gibt es dann auch nicht mehr. Oh, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße. Leute, das wird nichts. Oh, scheiße. Und ich kann nicht rennen. Meine Ausdauer ist im Arsch. Oh, super. Oh, super, 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 super. Ich renne hier einfach wild in die Pampa rein. Ist vielleicht nicht die beste Strategie. Oh, super, ich bin hier beim... mit super habe ich es heute. Super, ich bin hier beim... beim Boot und habe eine Seite gefunden. Ist hier im Haus etwa dann doch auch eine? Wäre zu viel verlangt, wenn das Spiel irgendwann anfängt, so ein bisschen Mitleid mit mir zu haben, oder? Und sich sagt, ach komm, das arme Schwein, das, helfen wir dem mal hier die Seiten zu kriegen. Der will doch auch mal weiterspielen hier. Sackgasse. Wo geht's hier raus? Wo geht's raus? Wo geht's raus? Da geht's raus. Ganz schnell weg. Hier runter am besten. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Weg jetzt hier hinführt. Oh Mann, 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 oh Mann. Da hinten ist irgendwas. Da leuchtet was, oder ich weiß auch nicht. Ah, das Zelt. Ah, scheiße, hier war ich schon. Gleich weiter. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. So ein bisschen Orientierungssinn hätte, dann hätte ich so eine ungefähre Vorstellung davon, in welche Richtung ich jetzt hier laufen muss. Hier führt auf jeden Fall Weg lang. Ach, das ist ja der Turm. Aber hier war ja nichts, ne? Oder habe ich mir über... Nee, hier haben wir das erste geholt, ne? Kann das sein? Scheiße, scheiße, scheiße. Da haben wir auf jeden Fall schon eine gehabt. Eine Seite. Leute, ich habe echt keine Ahnung, wohin ich jetzt muss. Ich würde so furchtbar gerne hier mal weiterkommen. Sind wir wieder hier? Das darf doch nicht wahr sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwo was? Ich gehe mal hier lang weiter in die Wälder. Da ist ein Dixie. Oh, nein! Der Slenderman ist auf dem Klo.
Der musste mal ganz dringend. Scheiße. Ich musste aber auch hin. Oh Scheiße, da steht er da immer noch. Warum sagt ihr nichts? Da ist das Auto. Das Rennen war zurück zum Klo. Wir rennen zum Klo. So, als ob wir Durchfall hätten. Als ob wir... Hier ist nichts. Da ist er. Und weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. Schnell weg hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Ding. Kanu war nichts. Hier um die Ecke ist noch ein Haus. Das Haus ist weg. Scheiße. Wir sind tot, Leute. Und dabei liegt das so gut. So ein Scheiß. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Nein, oh, nein, 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 nein. Bleib weg von mir. Es ist doch nur noch das eine. Komm schon. Eine Seite noch, bitte. Oh, ich fange richtig an zu schreien hier. Oh. Okay, denk nach, denk nach, denk nach. Wo könnte das sein? Wo könnte die letzte Seite sein? Wo ist die letzte Seite? Jetzt sag doch schon, wo ist die letzte Seite? Wo ist die letzte Seite? Wo ist die letzte Seite? Ich kann auch gar nichts anderes mehr sagen. Nur noch, wo ist die letzte Seite? Wo ist die letzte Seite? Ach du Scheiße, Slenderman, wo ist die letzte Seite? Ich bin zur Zeit so... Boah. Letzte Seite, letzte Seite, letzte Seite. Leute, das muss doch zu schaffen sein. Bitte, 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 hier war ich schon. Hier drin war schon eine Seite, ne? Da ist ja wahrscheinlich nicht noch eine. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo waren wir noch nicht? Was fehlt uns? Was übersehe ich? Kanu, die Seite hatten wir auch schon. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Bitte, 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 bitte. Ich glaube, es ist wirklich hier in diesem... Oh shit. Und jetzt? Das steuert gerade nicht ich übrigens. Boah. Lauf. Ladebildschirm, Leute. Erfolg. Boah, war das geil.
das ist geil. Ich muss mich erstmal kurz. Oh, das. Es ist hell. Es ist hell. Oh, mein Herz ist kurz vorm Zusammenklappen hier. So. Kamera hat noch halbe Batteriestärke. Boah. Das Adrenalin pumpt mir durch die Venen gerade. Durch die Adern. Wo sind wir hier? Boah. Da ist ein Haus. Oh, ich muss mich erstmal regenerieren jetzt hier. Alter Falter, vor allem als er dann direkt neben dieser beschissenen letzten Seite stand, ich dachte, wir verkacken es jetzt noch. So, das Offensichtlichste wäre ja, auf dieses Haus da zuzugehen. Ich vermute einfach mal, hier im Hellen sind wir sicher. Ich gucke jetzt gerade mal, ob hier in der Ferne noch andere Sachen zu sehen sind. Aber wir gehen hier erstmal gucken. Ich hätte nicht gedacht, dass das heute, vor allem in diesem Anlauf, da noch irgendwas wird. Hier liegt eine 5. Ich weiß, dass wir mal eine 1 eingesammelt haben. Ich habe es beim Doktor heute wieder erzählt, dass ich ihm sah. Er will wirklich, dass ich zu ihm komme und mit ihm spreche. Ich denke, es ist eine gute Idee. Er sagte auch, dass ich dieses traumatische Ereignis konfrontieren sollte, mich damit auseinandersetzen sollte, dass das für mich auch vorteilhaft wäre. Keine Angst, ich habe ihm keine bestimmten Sachen darüber erzählt, was geschehen ist. Ich denke, wir sollten wieder in diesen Park gehen und hinter das Haus deiner Mutter. Ich denke, da draußen zu sein und nichts zu sehen will und wird uns dabei helfen, diese dämlichen Probleme loszuwerden. Ja, das hat wunderbar geklappt. Da stand auch in der Betreffszeile re, also das ging wirklich hin und her da. Ist das schon wieder dunkel? Das wird nicht schon wieder dunkel. Hier, guck mal, da oben. Ein Sendemast oder sowas. Geht nicht auf. Ich gehe weiter. Tschüss. Oh, ist das jetzt schon Level 3 hier, oder? Ich höre schon wieder Geräusche. Also wenn ich nach dem... Was ist denn das schon wieder hier? Ich wollte gerade sagen, wenn ich... Wenn ich... Da muss ich jetzt aber nicht rein, oder? Ich muss da garantiert rein. Und wenn ich nach dem Stage Select gehe, ich habe ja Stage Select gemacht, als ich heute diese Aufnahme gestartet habe. Und wenn ich danach gehe... Guck mal, ich kann Taschenlampe umschalten. Wenn ich danach gehe, nach diesem Stage Select, dann hat dieses Spiel 5 Level. Und einer davon war dieser Prolog in dem Haus am Anfang. Und das 8 Seiten sammeln war der zweite von 5. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier Level 3 schon? Seht das schon als Level 3? Oder startet Level 3 erst das nächste Mal, wenn wir gejagt werden? Ich versuchte wieder dorthin zurückzufinden, wo ich hingefallen bin und den Abhang hinuntergerutscht bin. Aber meine Taschenlampe hat einen der Steine da unten getroffen und ist kaputt gegangen. Es war pechschwarz. Ich hörte Geräusche überall um mich herum, Schreie. Sie klangen wie du. Ich versuchte ihnen zu folgen, aber ich verlief mich. Ich fiel. Alles um mich herum brach zusammen. Ich konnte fühlen, wie es mich zerquetscht. Alles bewegte sich so schnell. Ich ertrank in Wasser, das ich nicht sehen konnte. Jede Angst, die ich hatte, kam wieder zu mir zurück. Monster umzingelten mich. Mein Magen drehte sich um, meine Augen wurden immer kleiner, mein Herz raste, frei übersetzt. Ich weiß nicht, was danach geschehen ist. Ich erwachte in hohem Gras und fand den Weg zurück zum Haus. Ich sah durch das Fenster und sah dich auf der Couch sitzen, auf den Fernseher starrend. Ich konnte deine Aufmerksamkeit nicht bekommen, also ging ich. Ich kann nicht mehr schreiben, ich kann nicht mehr
klar denken. Ich muss. Ende des Textes. Ach du Scheiße, Leute. Ihr wollt mich doch da jetzt nicht wirklich reinzwingen, oder? Na halali. Das Geräusch unserer Schritte ist auch furchtbar. So, ist hier jetzt schon irgendwas? Kann hier schon irgendwas passieren wieder? Diese Ungewissheit immer, das ist... Oh, das macht mich fertig. Es ist schon schlimm genug, wenn ich weiß, da ist was, das ich nicht sehen kann und das jagt mich. Aber noch schlimmer ist die Ungewissheit, wenn ich nicht weiß, ist es denn schon da? Aber das ist ja so ein bisschen das Geile an Horrorspielen, dass man nicht weiß, was kommt und wie es weitergeht. Die Kuliman-Mine. Sechs Generatoren für den Lift. Ich wette, das ist unsere nächste Aufgabe. Schalte die sechs Generatoren ein. Ja, okay. Wie geht's nicht weiter? Shit. Oh, hört ihr dieses Geräusch im Hintergrund, dieses Brummen? Das macht mich fertig. Ich muss mich jetzt wirklich mal kurz an der Nase kratzen, tut mir leid. So. Hab sogar on-screen gemacht, extra für euch. Bin ich nicht ein Schatz? Aber wo geht's hier weiter? Ich dachte, da wäre vielleicht eine Tür, wo ich jetzt durch muss. Und ja, ich mache das extra, dass ich jetzt gerade nicht renne. Denn wer weiß, wann wir wieder losstürmen müssen. Muss ich denn noch weiter? Mach mal die Taschenlampe wieder aus. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Haus. Bin mir nicht sicher, ob das das Haus ist, von dem wir gerade gekommen sind. Aber wir gehen jetzt einfach mal hin und gucken nach. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja heute auf jeden Fall weitergekommen. Das heißt, ich muss hier nichts offscreen machen. Da bin ich ja schon mal erleichtert. Draußen fährt ein Auto los. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Kleines süßes Hütchen. In das ich ebenfalls nicht rein kann. Wo müssen wir denn hin? Ich vermute, wir sind auf dem Weg zur Mine. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das da eben schon die Mine war. Aber wenn wir hier am Berg bleiben... müssten wir eigentlich zum Ziel kommen. Mir war so als... Ich bin gestolpert. Und das hat mich zu Tode erschreckt. Oh. Mir war gerade so als... würde ich irgendwie einen Herzschlag hören oder sowas. Mine. Gute Mine zum bösen Spiel.